Design hier finde ich mega, mega geil. Junge, hier steht so krankes Zeug. What the fuck? Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Event am Mercedes-Museum. Es ist ja eine Kooperation zwischen Collect & Cars, dem Coffee Run, und dem Coffee & Cars, was hier regelmäßig am Museum stattfindet. Wie gesagt, zweiter Teil, weil der erste sonst zu lang geworden wäre. Es geht direkt weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Es ist nicht schön, solche Aufnahmen zu haben. So unscharf. Da geht genau in. Ja, das ist super Platz. Das ist ein super Platz. Der hässlich. Wo geht's hin? Richtig krank. So, für uns geht's jetzt, nachdem wir diesen richtig geilen GT3 noch gesehen haben, geht's jetzt zum Auto. Wir fahren jetzt nämlich noch, ich glaube, zum Motorrad und zur Mechatronik. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das werden wir alles gleich sehen. Ich nehme euch dahin noch mit. Ja, und dann fahren wir wahrscheinlich demnächst auch schon wieder zurück nach München. Der hat aber Karlsruhe Kennzeichen. Alter, klingt der geil. Und so viel ist reicht. Ghetto View. Yes. Du filmst gerade. Ja, Tatsache. Hab ich gar nicht gemerkt. Jetzt weißt du es. So, da sind wir. Wir sind jetzt bei Mechatronik beim Showroom. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal alles einmal durch. Hier haben wir direkt mal GTR Pro in weiß. Direkt daneben die noch krassere Version GT Black Series. Hier hinten haben wir einer des Aeroads da. Das ist richtig geil. Sterling Moss in weiß. Weiter geht's hier. 722S, also Roadster. Den hier finde ich mega, mega geil. CLK DTM Cabrio in weiß. Dann haben wir noch einen normalen CLK DTM. Kann aber gar nichts erkennen. Ja, doch, passt schon. Da hinten noch ein, glaube ich, ist das. Kann man doch auch irgendwie nicht erkennen. Und hier noch ein 991 GT2S. Natürlich nice und fake, also diesen Zentralverschluss. Feier ich. Sehr nice. Ich kenne Videos von.
ist scheiße. Dein Schwanz ist scheiße. Nein, nein. Auf der rechten Seite. Doch, jeder. 720 tatsächlich. Tatsache. Da hab ich deine scheiß Fresse auf dem Bild. So, wir sind an der Motorworld angekommen. Im Moment stehen wir gerade noch bei Porsche, haben gerade das Auto gepackt. Wir schauen uns einmal durch, vielleicht ist sogar noch was vom Treffen da. Schauen wir jetzt mal. Und dann geht's zurück nach München. Hier, Porsche haben wir schon mal. 92 GT3. Richtig geil, 356. Und wenn man um die Ecke schaut, dann dürfte man da noch was ziemlich Nices finden. Vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Hier, 9FR. Richtig geil. Von dem brauche ich ein Foto. Und direkt daneben hier noch ein 901 GT3 S. Auch in weiß. War das schon sehr nice. So, hier bei Pagani haben wir noch einen. Man hat mir gesagt, das ist ein Sonder. Ziemlich krass. Ich kann auch nur mal von hinten kurz schauen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich weiß aber noch, was ich kann. Hier ist wirklich gar nicht. Was? Ja, super. Aber da vorne sehe ich rot. Das müsste der sein. Ja, ich muss noch blocken. Zwei Stück. Ich will gar nicht wissen. Zwei Stück. Ruby Star Bentayga. Hier haben wir noch was richtig Geiles. Murcielago SV. In Grau. Aber das ist auch nicht alles. Wir haben hier noch Julia GTAM. Der Bulle jetzt eingestürzt. Sehr nice. Das ist noch eine nice Sache, die hier steht. Continental 24. Alter. Aber wir schauen jetzt mal, was hier noch auf dem Gelände so steht. Immerhin haben wir hier noch drei Supercars. MP40 Spider. Aventador S. Schwarz. Was? Weiß nicht, hab ich auch schon gesagt. Aber dann hab ich Nico gesagt, wir fahren gleich zu McDonald's. Du kriegst jetzt keine Krebs. Dann hab ich ihm gesagt, ja, Ferrari-Werkstatt ist jetzt nicht so spannend. Hier haben wir noch gelbe Kutat-Replika. Dann schauen wir noch kurz in den Showroom. Hier im Showroom haben wir erstmal Daytona Kombinationen da hinten. 296. TaylorMade. Richtig geil. Gelben Streifen. Sonst nicht halt nicht so viel. Hier haben wir noch einen F8. Und den hatte ich noch übersehen hier. Silberner LaFerrari, sehr nice. So, angekommen an unserem letzten Stopp, bevor wir wieder zurück in München sind. Bob Forstner, die haben, wie ihr seht, ganz viele schöne Marken. Boah, da stehen schon ganz schöne Autos drin. Junge, hier steht so krankes Zeug. What the fuck? SLR. Mursi könnte ein LP640 sein. Alter, der zweite SL65 Black Series. Hier ein blauer Diablo. Nicer Spec, finde ich. Noch ein Diablo. Junge. Diablo GT in weiß, ihr könnt es schon sehen. Diablo mit SV Lufteinlässen, aber. Nicht schlecht. Jura in Rot. Da kommen wir gleich nochmal zurück. Hinten auch nochmal ein Diablo. Und das könnte ein L002 sein, wenn ich das richtig sehe. Und das ist da hinten noch so alles. Boah, ich kann das gar nicht richtig erkennen. Das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig hier. Hier auf jeden Fall noch irgendwelche Porsches rum. Also ich kann es nicht ganz genau erkennen, aber es steht echt geiles Zeug. Hier nochmal der Mursi. Genau. Jetzt schauen wir nochmal da hin, wo gerade der Julian im Weg war. Weil der ist jetzt nämlich hier fertig. Deswegen kann ich jetzt hier hingehen zum weißen Diablo GT. Junge. Krass. Weiß mit weiß-schwarzem Interieur. Hinter noch ein Espada in so lila.
Hier hinten haben wir auch noch mal irgendeinen Diablo. Ich weiß gar nicht genau, was das für einer ist. Könnte ein GTR sein, tatsächlich. Ja, ein R. Und hier. Miura. Lol, ich hab das hier einfach. Lol, das ist ja wirklich ein Diablo. Und dann da der Sonder. Krass. Ich habe ihn nicht missgefehlhalten. Ihr wisst, was ich meine. Alter, der nächste Zonder heute. Wie krank ist das denn? Da hinten ist ein Zonder. Steht der irgendwo als Vorsicher? Ja, wo? Das ist Körper. Ja, und der Zoppeleinsatz oben. Genau. Alter Schwede. Also ich kann irgendwie nicht so ganz erkennen, was hier so alles steht. Die haben gesagt, irgendwo steht noch ein Zonder. Also das hintere Diablo, meinst du das Abgedeckte? Ja. Das sieht mir sehr stark nach Sonder aus, ja? Also da stand das letzte Mal definitiv einer. Ein schwarzer. Aber ich meine, welches Modell? Das sieht man von hier aus sehr Sonder. Ja, Sonder. Vielleicht F oder Sonder. Schinken. Schwarzer Schinken, ich glaube es auch. Ja. Gibt's gar nicht. Ich finde es schon einfach super sympathisch. Einfach weil er auch die Arme ist. Nice. Und das hier ist, by the way, Roadster. Mega geil. Blauer Roadster. Roadster habe ich auch noch nicht auf der Straße gesehen. Hier geht CS ein. Auch die Felgen würden passen, ne? Ganz typische orange Felgen. Wir haben uns auf Kennzeichen von dem SL. Das wird ja sein. Was? Nee. Das ist ein Cabrio, das ist ein Cabrio, aber das. Über der Linie geht. Da ist noch ein silberner LM02. Richtig. Alles tut weh. Was hatten wir für ein hübsches Kennzeichen? Dachau. Oh, Dachau BA, krass. Nice. Du machst Handybild, ne? Ja. Dann schick das mal bitte die und Live. Und DBX. Ach, wir müssen die Live. Dann schick das mal bitte mit blauem Interieur. An MLU. Ist er? Ja. Dann schau doch mal. Und das war ja der Stuttgart-Trip. Wir waren erst bei Mercedes. Dann waren wir noch kurz bei Mechatronik und Motorworld. Und dann noch kurz bei Bob Forstner. Es war ein mega geiler Tag. Wir haben einige Sachen gesehen. Highlights, SLS Black Series, mehrere Speedster. Es war einiges. Ihr wisst ja, was da war. Ihr habt das ja alles gesehen, sonst schaut aufs Thumbnail. Was noch ein krasses Highlight für mich war, ist der SL65 Black Series. Denn er war tatsächlich doch angemeldet, obwohl ich das nicht wusste. Was ziemlich schade ist, dass ich das erst später erfahren habe und nicht als ich ihn gesehen habe. Weil hätte ich das erfahren, während ich neben ihm stand, hätte ich mich richtig drüber gefreut. Aber so ist halt, habe ich mich halt nicht in dem Moment gefreut, sondern freue ich mich jetzt erst hinterher. Und es ist halt nicht so krass, weil es ist halt jetzt so, ich hätte halt gern meinen ersten SL65 Black Series so in einem Moment gesehen, wo ich in dem Moment hätte sagen können, geil, mein erster SL65 Black Series. Aber mei. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall gesehen, finde ich sehr geil und er ist angemeldet. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Highlights vergessen habe, aber ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal nachschauen. Ich habe ja hier mein schlaues Handy, das weiß sowas natürlich, falls noch irgendwelche krassen Highlights dabei waren. Genau, Stratos kam noch ziemlich am Anfang, dann war noch Turner RS, den fand ich auch noch ziemlich nice. Genau, dann 3500 GT, Maserati, ein Countach. Der neue orangene. Also insgesamt, das waren jetzt so die Highlights. Insgesamt war es mega geil. Mir ist richtig gefallen. Ich hoffe euch auch. Und wenn es der Fall ist, dann sehen wir uns im nächsten Video.